Hallo und herzlich willkommen im leider tristen, verregneten Disney Dreamlight Valley. Oh Gott, alle laufen mir hier schon über die Füße, sage ich schon fast vor die Füße. Oh, und Scar liegt mir zu Füßen, das ist aber nett von ihm. Was komisch ist, ich höre überhaupt gar keine Geräusche von ihm. Normalerweise sprechen die mich immer alle an. Ich hoffe, das ist jetzt kein Bug für heute. Ja, wir wollen aber nicht mit Scar, sondern mit dem Traumpärchen der Woche weitermachen. Nämlich mit Simba und Nala. Könntest du mir vielleicht helfen? Ja, deswegen bin ich hier. Hey, hallo. Hi, Gameplayerin. Ich glaube, ich weiß, was dazu beiträgt, dass im Tal so viel schief läuft. Hast du Zeit zum Reden? Klar, ich bin ganz Ohr. Oh, der Kleine, der will eigentlich mit Nala spielen, aber hat dann gemerkt, sie hat keine Zeit. Das ist süß. Okay, ich habe eine Theorie über das Vergessen und die Nachtdornen. Mir ist aufgefallen, dass viele Leute mit ihren Problemen zu dir kommen. Die Leute scheinen viele Sorgen zu haben. Vielleicht würde es helfen, wenn sie einige dieser Sorgen loslassen könnten. Du weißt schon, sich entspannen und eine neue Perspektive bekommen. Meine Freunde Timon und Pumba haben eine ganze Theorie darüber, wie man sich nicht zu viele Sorgen macht. Hakuna Matata. Ja, sich zu viele Sorgen machen ist nicht immer hilfreich. Ich mache mir meistens gar keine Sorgen, ehrlich gesagt. Nur über Dinge, die mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegen. Schön, dass du zustimmst. Aha. Weißt du was? Am besten beginnen wir gleich mit dir. Du trägst doch ständig diese Bedeckungen, weil du kein Fell hast. Die sehen nicht gerade bequem aus. Vielleicht könntest du bequemere finden. Ich dachte, der kommt jetzt an, ich soll mich ausziehen oder so. Gute Idee. Ich könnte mir die bequemste, entspannendste Kleidung der Welt besorgen. Das wäre eine angenehme Herausforderung. Hallo? Das ist die geilste Kleidung der Welt. Gut, bis auf diese komische Strumpfhose, die ich da trage. Die sieht natürlich schrecklich aus. Also ganz in Schwarz wäre die natürlich besser. Da bin ich mal gespannt, was du findest. Mach's gut. Soll ich mich jetzt nur umziehen, oder wie? Kehre zu Simba zurück. Okay, ich habe was gefunden. Hallo. Simba, ich habe mich umgezogen. Wow, das sieht tatsächlich viel bequemer aus. Das ist so leicht reinzulegen, ne? Simon und Pumba wären begeistert. Aber ich glaube, manche haben ganz andere Probleme als Bequemlichkeit. Einige Leute haben richtig schlechte Laune. Ja, Scar zum Beispiel, ne? Vielleicht würde es ihnen helfen, wenn es ein paar Verbesserungen gäbe. Wie könnte man für mehr Entspannung sorgen? Manche haben einfach von Natur aus schlechte Laune. Das stimmt. Ich erinnere mich nur an Oma Gudel, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Nein, ich habe nichts getrunken, aber ich habe heute gute Laune. Mutter Gudel meine ich natürlich. Und Scar, die haben grundsätzlich... Ach so, und hier... Ursula eigentlich weniger. Die hat eigentlich recht gute Laune. Es sei denn, man hat hier irgendwas gestohlen, so wie sie immer sagt. Du hast recht, sage ich einfach mal. Fantastisch. Ich habe nachgedacht. Das ist immer gut. Das Aufwachsen im Dschungel mit Timon und Pumba hat mir sehr geholfen. Dort gab es eine Oase, in der wir uns wirklich entspannen konnten. Sich zu entspannen ist viel einfacher, wenn der Ort, an dem man lebt, friedlich ist. Der Dschungel war üppig, grün und es gab überall Plätze, an denen man einfach sitzen und den Moment genießen konnte. Ach, meine Traumumgebung. Vielleicht könnte die Wiese auch so werden. Ja, ich werde sie so entspannend gestalten, dass man sich wie in einer Oase fühlt. Am besten fange ich mit Sitzmöbeln an und verbessere die Landschaft. Hallo, Sitzmöbel? Er ist ein Löwe, was hat er von Sitzmöbel? Danke. Aber gut, die Landschaft verbessern, okay. Drei Sitzmöbel und Landschaftsgärtnerei. Was heißt denn das? Was haben wir denn unter Landschaftsgärtnerei? Moment, hä? Ach so, ich wollte gerade sagen, ich kann jetzt hier aber nichts. Das sind jetzt die Sitzmöbel quasi, ne? Ich könnte einen Donutstuhl da reinstellen. Geschnitztes Holzsofa. Ja, das passt doch super. Das ist auch von König der Löwen. Wir machen das jetzt einfach mal da rein. Ist ja, wir machen jetzt mal so ein paar kleinere Sachen. So. Moment, dann gehen wir mal hier raus. So. Ey, das sind Sitzmöbel. Hallo? Ach so, füge der friedlichen Wiese ein.
sag mir das doch im Vorfeld. Okay. Hauptplatz, friedliche Wiese. Moment, da. Das ist jetzt so viel, was mir gerade angezeigt wird, dass ich überhaupt gar keinen Punkt mehr habe, wo ich hinreisen kann. Wobei, eine friedliche Wiese ist natürlich jetzt das Blödeste, was der sagen konnte, weil ich habe hier so gar keinen Platz, ne? Ich habe einen ziemlich guten Tag. Ja, das ist super, Stitch. Du bist auch ganz toll gerade am... Kann ich hier nichts abholen? Am Musik machen, glaube ich. So. Jetzt nochmal. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die kleinen Sachen. So. Und 5, glaube ich, braucht man von dem anderen. 5 Landschaftsgärtnerei. Das sind die Sachen. Also schmeißen wir einfach hier sowas rein. Und nochmal das Gleiche. Und nochmal das Gleiche. Wie viel haben wir denn von den Dingern? Ach, die können wir, glaube ich, immer wieder neu stellen. Ich denke, irgendwann müssen die doch mal leer sein. Simba, wo bist du denn? Da oben. Stopp. Ich muss wissen, wo du bist. Damit ich den Kram dann auch gleich wieder wegmachen kann. Ha, halt, ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Ja, ich brauche aber erstmal deine Hilfe. Die Wiese sieht jetzt viel... Ich kann nicht mehr lesen heute. Die Wiese sieht jetzt wirklich toll aus, Gameplayerin. Sie ist so schön friedlich. Aha. Aber eins fehlt noch. Wenn es in der Oase zu heiß war, konnten wir uns im kühlen Wasser erfrischen. Aber wenn ich hier ins Wasser gehe, beschweren sich manche, dass ich die Fische verschrecke. Du sollst ja auch nicht auf die Wiese gehen. Du hast doch deinen eigenen Bereich. Ich könnte Dagobert Duck um einen Pool bitten. Oh, bitte. Und lass mich den bitte dann auch bei mir hinstellen. Ich dachte, Katzen mögen kein Wasser. Ja, das frage ich mich auch. Aber ich sage erstmal, es wäre schön, eine Gelegenheit zum Schwimmen zu haben. Ich nehme nicht an, du willst ihn mit Wasser... ich nehme an, du willst ihn mit Wasser füllen und nicht mit Goldmünzen. Du findest das auch? Fantastisch. Aha. Ich kann es kaum erwarten, mich auf der Wiese abzukühlen. Bis bald. Ja, bis bald. Haben wir denn hier noch irgendwas Neues? Ich guck mal so mit einem halben Auge, ob hier irgendwas ausgestellt wird, was ich noch nicht habe. Das hier hatten wir noch nicht. Moment, Dagobert, ich bin sofort bei dir. Hey! Also eigentlich bin ich ja auch bei dir, wenn ich was kaufe. Auf Wiedersehen und bis bald. Das kenne ich jetzt so noch gar nicht. Die Hose ist ziemlich hässlich, die will ich nicht. Das kennen wir eigentlich alles. Was ist mit der Jacke? Die Jacke, die könnten wir mitnehmen. Die ist lila. Einen schönen Tag noch. Sieht jetzt nicht so überragend aus, aber es ist schon okay. So, kann ich mit dir? Nein, kann ich wieder nicht. Nein. Auf Wiedersehen und bis bald. Jetzt steht der wieder woanders. Oh, nicht auf Wiedersehen, ich wollte dich ansprechen. Hallo. So. Ein weiterer perfekter Tag für Geschäfte, Gameplayerin. Und in was genau investieren wir heute? Simba will ein wenig mehr Entspannung in das Tal bringen. Und uns fehlt nur noch ein Pool. Ich bin gekommen, um einen zu kaufen. Hey. Ha, das hört man als Ladenbesitzer gerne. Und ich bin bereit, dir ein einmaliges Angebot zu machen. Du kannst entweder die entspannende Oase kaufen oder ich kann sie dir für ein paar Edelsteine eintauschen. Ich kaufe lieber. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Nimm dir etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Obwohl du laut meinen Unterlagen genug Sternmünzen besitzt, um sie zu kaufen. Freundlichen Dank. Kann ich jetzt? Sei gegrüßt, Nachbar. Boah, was braucht man da bitte alles für? Nein, ich will... Kann ich das jetzt einfach über die Bestellung machen? Möbel? Ah ja, okay. Der sieht ja klasse aus. Den will ich vor der Haustür haben. Ich möchte den bitte zweimal haben. Ich will den zweimal haben. Der ist aber von Cinderella. Der ist gar nicht vom König der Löwen. Wieso heißt der dann Hakuna? Nee, Hakuna Matata war die Quest, ne? Ich will den auch haben. Dagobert. Ich möchte nochmal Möbel bestellen. Kann ich den auch für mich bestellen? Garantiert nicht. Ne? Oder vielleicht am Ende der Quest. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich gucke trotzdem vorsichtshalber mal nach. Weil so einen... Vielleicht kann ich den noch einfach klauen. Vielleicht kann ich den da hinstellen. Und dann ist die Quest zu Ende. Und dann klaue ich mir den einfach und stelle mir den vor die Tür, damit es schöner ist. Weil die haben noch da hinten ihren ach, das war auch für drinnen, glaube ich, ne? Ihren, ich komme gerade nicht drauf. Ich bin gerade hier total neben mir. Auf Wiedersehen und bis bald. Ihren Teich, also ihren See oder was auch immer das ist. Simba, du bist da, okay. Mal testen. Letztes Mal war das nämlich so geil.
Ja, cool. Das haben sie verbessert, dass das nämlich jetzt drin ist. Auch wenn man danach noch portet. Das finde ich cool. Ach, ihr könnt mich doch mal. Ja, ich habe vergessen, dass ich den natürlich erstmal platzieren muss. Oh. Okay. Mein Fehler. Moment. Ich habe ja gar keinen Platz um sowas Großes hier. Obwohl die Sachen hier, die können wir mal eben schnell wegmachen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ausreicht, weil das sah so richtig groß aus. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, die ist gar nicht so groß. Hau mal die einfach mal so in die Mitte rein hier. Zack. So. Und dann klaue ich mir die. Und dann setze ich mir das einfach ab. Obwohl, ich habe doch, glaube ich, auch so was Schönes, oder? Ich meine, ich hatte mir schon so eine Ecke dahin gebaut. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hey, schön, dich zu sehen. Ja, es wäre irgendwie schöner, dich zu sehen, wo wir nicht so eingeklemmt wären. Aber wow, Gameplayerin, die Wiese sieht toll aus. Das ganze Tal ist jetzt viel entspannter. Ich wette, die Leute machen sich schon bald viel weniger Sorgen. Vielleicht ist das Vergessen dann nicht mehr so ein großes Problem. Ich werde ein paar der Verbesserungen, die du vorgenommen hast, selbst ausprobieren. Bis später. Wow. So, sehr schön. Der ist jetzt... Ah! Ha! Hallo, mein Kleiner. Wir haben noch ein Toy Story Alien gefunden. Das wollte ich zwar eigentlich alles in einer Folge machen, aber anscheinend sind die wieder neu. Das heißt, wir gehen jetzt noch mal ein bisschen auf Suche. Ich würde sagen, dass wir jetzt jeden Teil hier noch mal einmal absuchen. Und Holz nehme ich auch mal direkt mit, wenn ich schon mal welches finde. Gerade das Dunkle, das finde ich so unheimlich selten. So, hier sieht man sowieso fast nichts, weil nur Bäume hier überall rum... rumkriechen, wollte ich gerade sagen. Rumstehen. Ich bin leicht abgelenkt, weil ich gerade überall in jede einzelne Ecke am Gucken bin, ob ich da irgendwo noch was liegen sehe. Da ist ein Ei. Oh. Wenn hier ein Ei ist, müsste hier doch irgendwo in der Nähe normalerweise auch so ein Toy Story Alien sein. Theoretisch. Praktisch habe ich es nicht bewiesen, dass die zusammenhängen. Aber wir haben die ja meistens zusammen gefunden. Deswegen habe ich mir das jetzt mal so zusammengedacht. Ach, da hinten ist einer. Ach, gucke mal einer an. Den nehmen wir mit. Und direkt daneben ist auch ein Ei. Und hier können wir leider immer noch nicht rein. Wobei ich schon gelesen habe, dass das, glaube ich, gar nicht Cinderella sein soll. Sondern so ein komischer, flambierter Typ oder sowas. Also zumindest habe ich davon ein Bild gesehen. Und der soll wohl dafür sorgen, dass wir hier diese Flammen endlich wegkriegen können. Aber leider erst mit einem Update. Also mit eins, was wohl noch was dauert. Dann nehmen wir hier nochmal kurz das Holz mit. So, dann komme ich hier mal wieder nicht durch. Och, jetzt. Geh doch mal da durch. Hi, Woody. Early in the morning. So. Warte mal. Hier könnte eventuell auch noch ein zweiter sein. Aber ich glaube eher nicht, weil den haben wir ja, ich glaube, wo haben wir den jetzt eben gefunden? Nee, den haben wir da hinten beim Wasser gefunden. Ja, da könnte es vielleicht sein. Wer ist denn da jetzt schon wieder? Ach so, das ist der Kleine hier, der Remi. So. Aber hier in der Ecke scheint tatsächlich nichts zu sein. Wir haben den auf der anderen Seite gefunden. Das heißt für mich, dass wir den wahrscheinlich, ich weiß es ja nicht, nicht noch einen zweiten hier auf der anderen Seite finden würden. Deswegen habe ich jetzt gedacht, vielleicht hier vorne, aber da scheint es auch nicht zu sein. Ach nee, das ist... Ach, ich dachte gerade, ich habe was gesehen. Den Felsen habe ich übrigens hier hingestellt, weil es hier irgendwie besser war. Dann war nichts im Weg im Hintergrund, weil da war ja noch so ein Weg, der dann da hochführte. Und ich wollte den dann nicht so halb verbauen. Mit dem Felsen. Aber hier, nee, hier sehe ich tatsächlich nichts mehr. Oh, Remi. Hallo? Ja, ich weiß, dass ich noch ganz viele Quests habe, aber ich kann jetzt im Moment nicht.
Ich bin jetzt tatsächlich... Ach, das ist grün. Das hat mich so verwirrt. Ich bin jetzt tatsächlich erst einmal auf Suche. Also für mich persönlich... Wo laufe ich denn jetzt hin? Für mich persönlich heißt das, dass die wahrscheinlich tatsächlich nur draußen liegen. Und dass man mindestens, ich würde sagen, 3 Tage, also 2 Tage vielleicht, aber wahrscheinlich eher 3 Tage braucht. Genau. Ich habe nämlich hier diesen Teich hingestellt. Das war's. Meine ich doch, dass ich hier was Schönes hingestellt hatte. Da muss ich aber trotzdem mal gucken. Vielleicht kann ich das hier hinstellen, so für die Allgemeinheit oder so. Da ist noch einer. Ja. Sehr schön. Okay. Dahinter ist hoffentlich keiner. Ich sehe hier gerade so unheimlich viel von dem Holz rumliegen. Also es tut mir leid, dass ich das jetzt so nebenbei... Das war nicht das Holz. Dass ich das nebenbei hier gerade so am Einsammeln bin. Aber Holz und Steine, das ist was, wo ich irgendwie unheimlich viel jedes Mal von brauche. So, ich will aber ein bisschen geordnet hier absuchen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal nach unten zur Wiese. Ich denke mal, da hinten wird nichts mehr sein. Gucken. Ich wundere mich ja sowieso, dass die noch nicht einmal hier direkt bei ihm in der Nähe gewesen sind. Das sieht sehr schön aus, aber das steht hier natürlich jetzt total im Weg. Ich muss mal echt gucken, dass ich das woanders hinstelle. So. Och, jetzt geh doch mal weiter. War nicht hier hinten in der Ecke? Lag da nicht auch mal irgendwie eins oder so? Aber wahrscheinlich genau deswegen wird da jetzt keins mehr hinkommen, nehme ich mal an. Hallo? So, ach ja, stimmt. Die sollten wir aber vielleicht mal ernten, weil damit können wir ja Sachen herstellen. Herstellen war es, glaube ich. So. Maui, nicht jetzt. Falls du Vajana siehst, trifft die ihr von Maui voll gerne aus. Ja, ja. Nicht jetzt, Maui. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich muss Aliens finden. Hier ist das so blöd, weil hier ist es so eng, dass ich überhaupt gar nicht sehe, ob da irgendwas dazwischen liegt. So, die nehmen wir nochmal eben. Boah, ist das euer Ernst jetzt, dass ich gerade jetzt hier rauskomme, jetzt wo ich keine Zeit habe. Die wollte ich doch gar nicht nehmen. So. Ja, und ich habe immer noch nicht meine... Oh, nicht das. Ich will die haben. Ich habe immer noch nicht meine Kürbisse geerntet. Ich gebe es zu, aber ich habe noch absolut keine Zeit gehabt dafür. War das jetzt auf der Wiese, wo ich den jetzt gefunden hatte? Was? Nee, du, das war oberhalb. Mein bester Hilfs-Sheriff. Nee, das ist toll, Buddy, aber da kann Vielleicht ich mich jetzt gerade nicht drauf konzentrieren. Dafür geboren zu herrschen. Mei, jetzt haben wir hier auch nochmal eine Truhe, das ist sehr schön. Vielleicht warst du ja auch nie dafür geboren zu herrschen, Junge. Also, Scar. So. Die nehmen wir auch nochmal mit, weil die sind nicht so oft hier drin. Ja, hier. Aber das da oben. Ja doch, das gehört ja... Nee, das gehört aber nicht zur Wiese. Das ist wieder ein eigenständiger Teil, ne? Moment. Ja, das ist der Hauptplatz, genau. Jetzt habe ich tatsächlich auf der Wiese nichts gefunden. Oder? Ich habe jetzt überall geguckt und vergesse schon, wo ich die Sachen gefunden habe. Hier ist auf jeden Fall nichts in der Ecke. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis diese Folge zu Ende ist. Aber ich möchte halt eben so effizient wie möglich hier alles abgesucht haben. Ich werde garantiert irgendwas, werde ich bestimmt noch übersehen. Also bei meinem Glück. Solche Kisten sind natürlich nicht so einfach zu übersehen. Dreamlight ist auch immer gut. So. Dann schauen wir hier nochmal eben. Die können wir noch gucken. Eine schlichte Mütze von Mickey. Okay, ich wusste noch nicht, dass Mickey rosa trägt. Aber gut. Ich meine, es geht ja nur um die Ohren. Hätten sie zwar eigentlich Mini hinschreiben können, aber naja. Nein, ich will ja nicht meckern. Das war jetzt nur so eine kleine Anmerkung. Ich will höchstens meckern, dass ich die so schlecht finde hier irgendwie. Aber eigentlich sind die ja recht offen präsentiert, ne? So wie das Ei hier zum Beispiel. Und in der Nähe vom Ei müsste normalerweise eigentlich wieder einer liegen.
Hinten ist auch wieder ein Ei. Liegt dann da hinten einer? Da sehe ich jetzt gerade nichts. Das war Ursulas Kopf. Ich habe gerade schon gedacht. Ja. Ich weiß nicht. Hier wollte ich noch mal kurz gucken. Wobei, letztes Mal lag da auch nichts. Oh, da ist aber ein Ei. Sehr geil. Kommt Ursula nach hier? Muss ich aufpassen. Nicht, dass sie mich angreift. Also gut, sie haben es ja schön geschrieben, ne? So von wegen, in Dreamlight Valley ist das alles ein bisschen anders. Die Schurken sind zwar immer noch Schurken, aber sind halt nicht so extrem böse, sage ich jetzt mal, wie in den Filmen. Das finde ich hier tatsächlich... Ah, ha, 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 ich habe dich gesehen. Yes. Gerade noch sagen, jetzt finde ich hier tatsächlich nichts mehr bei den Eiern. Und schwupp, da lag er vor mir. Sehr schön. Wie viel haben wir jetzt? 13 von 25. Das ist nicht schön. Also das ist schön, dass es höher geht, aber das ist nicht schön, dass es so wenig ist. Nachdem ich jetzt Zeit zum Nachdenken hatte, weiß ich genau, was zu tun ist. Das ist super. Dann fang direkt damit an. Ich weiß noch nicht so genau, was zu tun ist. Deswegen laufe ich da so ein bisschen blöd in der Gegend rum, sammle ein bisschen Holz ein. Und hoffe, dass ich irgendwo nochmal so ein... Ah, hier ist noch ein Ei. So ein Alien finde. Jedes Mal sehe ich diese Blumen so im Drehen und denke immer, das sind Aliens. Das ist doch mies. Ich würde gerne eine Funktion haben, dass ich so ein bisschen reinzoomen kann. Ach, da hinten, ich habe es gesehen. Komm zu mir, mein Kleiner. Dich nehme ich mit. Okay, 14 von 25. Sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall schon mal über die Hälfte. Kommen hier vereinzelt mehr Eier? Moment, die nehme ich nur mal kurz mit. So, aber ich denke nicht. Nur weil das jetzt mehr Eier sind, dass ich da jetzt nochmal einen finde, oder? Ich gucke trotzdem, dass ich halt alles hier durchkriege. Also, dass ich ja alles durchgesucht bekomme, meine ich. Aber ich denke nicht, dass da noch einer ist. Normalerweise, wenn man so einen pro Gebiet findet, da kann man eigentlich schon wieder umdrehen und ins nächste Gebiet gehen. Gehe ich mal von aus. So, da wäre dann die Wiese. Den Strand hatten wir schon. Sonnige Ebene haben wir ja im Prinzip auch schon gemacht. Das heißt, wir können eigentlich direkt hier weitermachen und dann sozusagen den rechten Flügel durchgehen. Oh je, hier ist überall Holz. Ja, ich weiß. Ich darf das jetzt eigentlich nicht alles aufsammeln, während ich hier aufnehme. Ich lasse ja auch schon alles andere extra liegen, was ich theoretischerweise aufsammeln könnte. Und wegmachen könnte und aufräumen könnte und überhaupt. Aber das Holz, das ist so, Holz und Stein ist immer. Aber Stein, ich möchte jetzt nicht zwei Sachen dann auch noch hier nehmen. Hier, da liegt nichts. Ein Ei. Ein Ei. Ist das Richtige? Ja. Das heißt, hier links könnte theoretisch etwas sein. Es könnte natürlich auch sein, dass es einfach nur ein Ei war und nichts in der Nähe liegt. Das ist wahrscheinlicher. Aber, ja. Frage ist, verstecken wir das auch so hinter den Häusern irgendwie? Das wäre ja schon gemein. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sie die eher so... Hallo? Ein bisschen offensichtlicher dahin legen. Ich meine, ne, machen wir uns nichts drunter vor, das ist ein Spiel, was ab 12 freigegeben ist. Wenn das jetzt kleinere Kinder spielen und die wahrscheinlich jetzt nicht überall in jede kleine Ecke reingucken, so wie ich das teilweise mache, die würden sich da sonst dumm und dämlich suchen. Hallo, Herr Waschbär. Vielleicht auch Frau Waschbär. Ich kann es nicht so genau erkennen. Nee. Hallo, Haus. Da ist noch ein Ei. Komm, ich bin ja doch irgendwas Guten auf der Spur. Nimm das Ei jetzt, Mann. Hier muss doch irgendwo so ein blöder Alien liegen. Ein Quietsche-Alien. Das,
Ich riech das. Ich schmeck das. Da ist er doch. Ha! Wusste ich's doch, dass da noch einer liegt. Danke, Haus. Danke für den Hinweis. Ich würde aber sagen, wir gehen dann hier hoch. Ich meine, der hatte zwar gesagt, die können sich in den tiefsten Ecken und was weiß ich was verstecken. Aber das ist mir noch nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also bisher habe ich sie immer nur draußen gefunden. Wobei ich jetzt auch zugeben muss, ich habe sie natürlich drinnen auch nicht so gesucht, ne? Was mir aber wirklich aufgefallen ist, meistens, nicht immer, liegen ein, zwei Eier in der Nähe. Da kann man sich nicht dran orientieren in dem Sinne. Und vor allen Dingen nicht, wenn dann diese dieses Oster-Event vorbei ist und ihr dann die Quest erst macht, dann könnt ihr natürlich schlecht euch an den Eiern orientieren. Oh, viele Chests stehen hier. Aber ich nehme an, das kommt alles nur, weil ich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr drin gewesen bin. Also wie gesagt, es waren ja 3-4 Wochen, wo ich überhaupt nichts machen konnte. Hinten laufe ich jetzt mal nicht rein. Und ich dann dementsprechend natürlich auch nicht reingegangen bin. Ich habe zwar ein Video gemacht mit meinen täglichen Aufgaben und wollte das auch eigentlich immer beibehalten. Aber wenn man dann so viel noch hat, was man aufnimmt und dann im Endeffekt unterm Strich so wenig Zeit, um die Sachen aufzunehmen, dann hat man auch nicht mehr wirklich Lust, am Ende dann noch ja, in ein Spiel reinzugehen, wo einen das eh nicht allzu viel bringt, außer halt, dass man die Sachen natürlich hat. Also sprich, es ist toll, dass man die Sachen dann zum Bauen alle schon hat, weil man ganz viel dann sozusagen gefarmt hat. Aber ja, das ist dann auch der einzige Nutzen. Und dann denke ich mir, okay, zur Not muss ich die Sachen halt farmen, wenn ich es brauche. Ich habe dich gesehen. Hallöchen. Jetzt haben wir erst 16 Stück. Das kommt mir so wenig vor. Oh. Kommt man hier auch so ran? Ich gehe jetzt hier nochmal eben den restlichen Teil ab. Aber das ist ja nicht mehr viel. Das ist im Endeffekt nur noch das gewesen. Und da ist schon wieder der Fuchs. Ja. Ja. Das war's dann schon. 16 von 25. Also so viel haben wir jetzt heute irgendwie nicht mehr geholt. Aber gut. Ich würde sagen, da wir jetzt so langsam auf eine halbe Stunde zugehen, machen wir hier dann auch erstmal einen Cut. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass ich heute Simba mache und Nala mache. Weil ich die ja auch beide dann noch leveln muss, was ich heute wahrscheinlich nicht mehr schaffe, aber was ich versuche dann auch noch in den nächsten Tagen zu machen. Und dann werden wir, denke ich mal, immer eine Quest machen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann vielleicht noch eine andere Quest von jemand anderes. Also jetzt, Wolli hatte ja noch eine und hier die Ratte, jetzt habe ich gerade einen Namen vergessen. Eben habe ich ihn noch gesagt, jetzt habe ich ihn wieder vergessen. Also er hatte auf jeden Fall auch noch eine. Und das sind jetzt so die einzigen, die mir bisher aufgefallen sind, muss ich sagen. Das sind so meine Ausweichquests, die ich noch machen kann. Aber ich gucke auf jeden Fall, dass ich jetzt heute oder morgen nach Möglichkeit auch noch ein bisschen was von denen level. Nur wenn ich die level, möchte ich die eigentlich immer direkt auf einen Satz so ein paar Level höher kriegen. Es sieht immer so geil aus, wenn der da so mit seinem Kopf am Wackeln ist beim Gehen im Endeffekt. Das sieht das, nee, doch das da, genau. Danke, Simba, dass du das nochmal extra machst. Das ist nochmal ein schöner Abschied jetzt heute. Obwohl, er slidet so ein bisschen Moonwalk-mäßig nach vorne. Mit den Pfoten über den Boden. Das sieht schon irgendwie cool aus. Ja, also, ich sollte mich nicht so viel ablenken lassen. Ich gebe es zu. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge uns mehr auf Nala... Ich bin nicht mehr derselbe. Danke. Ich bin nicht mehr das ängstliche Löwenkind. Das ist toll. Ich finde es auch immer wieder gut, wenn mir einer dazwischen quatscht, während ich abmoderiere. Ah! So, ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, dass wir in der nächsten Folge uns dann wieder mehr um die Nala-Quest kümmern können. Und ja, je nachdem, wie lang die ist, schauen wir dann vielleicht auch nochmal, ob wir eventuell noch ein paar neue Spielzeug-Aliens finden. Das ist dann so ungefähr, wie heute abläuft, nochmal durchlaufen und nochmal die Aliens suchen. Wenn euch das auf die Nerven geht, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare. Dann kann ich das auch zusammenschneiden und immer nur dann zeigen, wo ich die gefunden habe. Ansonsten, ja, werde ich es halt weiter so machen, wie ich es jetzt auch in dieser Folge gemacht habe. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.